So, da sind wir wieder. Neue Folge Schnauzenplausch. Hallo Juliane. Hallo Patrick. Wie geht es dir an diesem schönen Tag? Gut, sehr gut. Das ist schon mal schön. Also bei uns blaues Himmel, blaues Himmel. Blaues Bei Himmel. uns blauer Himmel und Sonnenschein. Es wird wärmer. Wir hatten ja hier jetzt die letzten 2 Wochen richtig viel Schnee. So zwischen 50 und 55 Zentimeter. Alles weg. Alles weg. Wie sieht es denn da bei dir aus? Bei mir ist jetzt seit, also gestern auch alles weggetaut. Sonntag war hier noch ein bisschen Schnee. Wir hatten nicht so viel, Ja. aber auch so 10 Zentimeter. Und es ist dann schlagartig weggetaut. Gestern war bei uns Regen, Güsse. Es war ganz, und heute wird es auch. Es wird gerade richtig hell. Ah, okay. Sieht schön aus. Dann hoffen wir mal, dass das Wetter so bleibt. Was haben wir denn heute für ein Thema? Heute ist das Thema, was vielleicht einige interessiert, wie finde ich eigentlich eine gute Hundeschule, einen guten Hundetrainer, beziehungsweise wir können es direkt anders formulieren. Gut ist ja oder gut oder schlecht ist ja auch relativ. Wie finde ich die Hundeschule oder den Hundetrainer, die zu mir passt? Ja, oh je, da werden jetzt einige Traumata wiederbelebt aus der Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn also ich muss sagen, ich bin in der Anfangszeit meiner Tierhaltung öfter mal auf die Nase gefallen. Wie kam das? Wir haben ja schon immer nur ältere Hunde geholt, bis auf den ersten. Der war sehr speziell. Auch eine Abgabe über einen Tierschutzverein, weil die Familie ausgewandert ist nach Dubai und die wollten den Hund nicht mitnehmen. Das war der Hintergrund. Und dann haben wir diesen Hund übernommen, ich und meiner damaligen Lebensgefährtin. Und der war alles, aber nicht erzogen. So, und dann steht man natürlich da und stellt sich die Frage als Anfänger, ja, was machst du denn jetzt? Also dokterst du da jetzt alleine dran rum oder versuchst du dir professionelle Hilfe zu holen? Also haben wir versucht, uns professionelle Hilfe zu holen. Das waren, also war alles dabei. Es war von der Hundeschule mit einem eigenen Hundeplatz, wo wir dann halt mit dem Tier vor Ort erscheinen mussten, bis über die Trainerin, die dann zu uns nach Hause kam und dann quasi im Voraus bezahlt wurde und dann die Stunde geleistet hat. War also alles dabei. Wir hatten insgesamt am Anfang mehr als 10 Hunde, Trainerinnen und Hundeschulen. Es war interessanterweise kein Hundetrainer dabei. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist mir schon aufgefallen, dass das eher von Frauen dominiert wird, das Feld. Tatsächlich gibt es sehr viele Trainerinnen, relativ wenige Trainer. Was jetzt nicht irgendwie ein Problem war, es ist halt eben einfach nur aufgefallen, dass das wirklich sehr, sehr einseitig vertreten ist. Wir haben da Trainerinnen getroffen, die waren persönlich wirklich sehr nett, wo ich aber, ich weiß nicht, wie soll man das, so eine Art Bauchkribbeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du gehst mit deinem Tier zu jemandem und der sagt dann, ja, gib mal her. Das war schon mal das Erste, was mir so ein bisschen merkwürdig vorkam. Und dann hat die Dame, von der ich jetzt da spreche, mit einer eigenen Hundeschule auf dem Hundeplatz, ist sie dann mit unserem Hund quasi erst einmal gelaufen und hat mit denen dann nach 10 Minuten kommentarlos wieder in die Hand gedrückt und gesagt, ja, da müssen wir ja ganz von vorne anfangen. Der kann ja gar nichts. So, von so. Bis zu einer Hundetrainerin, die zu uns nach Hause kam und gesagt hat, ja, wo ist denn der Hund? Das sage ich, er liegt in seinem Körbchen. Dann fragen wir ihn jetzt mal, ob er heute Hundetraining haben möchte. Wo ich wirklich da stand und den Glauben an die Menschheit verloren habe. Denn die Dame hat mir dann nach 5 Minuten am Körbchen, die hat einfach nur am Körbchen gekniet und hat den Hund angeschaut und kam danach zu mir und gesagt, naja, also heute hat er keine Lust. Und deswegen machen wir heute auch kein Training. Die Stunde bezahlen müsste ich aber trotzdem. Jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren bin ich da, glaube ich, schon 2, 3 Schritte weiter. Habe vor etlichen Jahren auch eine Hundeschule gefunden, wo ich auch heute immer noch mal Rückfragen stelle oder halt eben sage ich immer, ich habe das und das beobachtet. Wie würdest du das einschätzen? Die auch unsere Hunde kennt
was auch ganz, ganz gut funktioniert, wo auch eine Vertrauensbasis da ist. Und das ist jetzt was ganz anderes als das, was ich früher kennengelernt habe. Deswegen, mich würde halt eben mal interessieren, aus heutiger Sicht, worauf müsste ich denn, wenn ich mir jetzt den ersten Hund holen möchte oder geholt habe, worauf müsste ich denn achten, dass ich auch feststellen kann, okay, diese Trainerin, diese Hundeschule, die ist die richtige für mich. Was gibt es da für Merkmale, auf die ich achten kann? Ja, also erstmal, Patrick, ist ja ganz interessant, deine ersten Erfahrungen. Es ist ja so, dass vor vielen Jahren, 15 Jahren, konnte ja jeder, der oder die sich berufen fühlte, Hundetraining anbieten. Das ist ja seit über 10 Jahren, 12, anders. Jetzt muss jeder, der Hundetraining geben möchte, sich von seinem zuständigen Veterinäramt zertifizieren lassen. Da ist das überhaupt erst so aus dem Boden geschossen mit Ausbildungen, fachlich guten Ausbildungen für Hundetrainer. Ja, als ich noch angefangen habe, war das bei mir aber auch ein bisschen ähnlich. Ich habe Weiterbildung gemacht. Das war eher so ein Tierpsychologie-Studium. Damit habe ich irgendwie eigentlich angefangen. Und dieses Wissen, was jetzt Hundetrainer mitbekommen mit dem Training, das gab es so damals. Es gab überhaupt gar nicht so fundierte Ausbildung. Die meisten hatten einfach entweder selber ein Händchen und konnten das gut weitergeben oder eben halt auch nicht. Das eine, das klingt ja schon wie Comedy, dass die den Hund gefragt hat. Also da ist jetzt einfach der Markt an besseren Hundetrainer mit mehr Fachwissen ist da. Und viele gute Institute, die uns gut vermitteln. Dann, ja, deine Frage war ja, woran erkenne ich denn eine gute Hundeschule? Und ich finde, die erkennt man nicht daran. Manche Kollegen, Kolleginnen posten auf ihrer Webseite ihre Qualifikationen, ihre Urkunden, ihre Teilnahmebestätigung für diverse Seminare. Dann kann man sich einen Überblick verschaffen. Ja, die Trainerin hat 4 Seminare über Angstverhalten gemacht. So, das ist vielleicht ganz nebensächlich. Aber ich finde, das sage ich auch immer in meinen Führungsvorträgen, es muss zu mir persönlich passen, weil die gute oder die schlechte Hundeschule gibt es meistens gar nicht so. Es muss zu einem selbst passen. Und wir hatten ja letzte Woche gerade das Thema, gebe ich jetzt eigentlich Leckerchen oder nicht? Soll man das machen? Darf man das nicht? Und allein, wenn das überhaupt nicht passt, wenn du eher sanftmütig bist und so der Belohnungstyp und du gehst in eine Hundeschule, die bei Google sonst wie mit 5 Sternen bewertet ist und die arbeiten ganz anders, eher sehr straight und sehr viel über Korrektur, dann wirst du das nicht umsetzen, was die Trainerinnen dir da sagen. Gehst nach Hause und hast irgendwie, als hast du gesagt, dieses Bauchgefühl. Und viele schieben das dann aber auf den Trainer oder die Trainerin, anstatt einfach auch mal zu reflektieren und sagen, ja, die macht vielleicht auch gute Arbeit. Ich merke aber, ich möchte lieber ein bisschen sanfter mit meinem Hund umgehen und dann dementsprechend zu suchen. Oder umgekehrt, wenn ich die Leinenrocker bei mir habe, den ich jedes Leckerli aus den Rippen leiern muss, wo ich sage, Mensch, jetzt sei doch nicht so geizig, jetzt gib ihm doch halt mal eine Belohnung. Ne? Die werden das zu Hause so nicht umsetzen, die werden dann natürlich aber auch nicht die Erfolge haben und die werden dann sagen, ja, die Hundeschule da, wo es Leckerchen gibt, das hat mir überhaupt nichts gebracht mit meinem Hund. Ob Du es jetzt sagst aber was ganz generell Wichtiges. an meiner Arbeit liegt oder daran, dass sie es Genau. so nicht umsetzen, sei mal dahingestellt. Denn das ist ja dann genau das Thema. Also im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, muss ich mir ja als Hundehalter erst einmal darüber klar werden, was bin ich denn für ein Typ? Also Genau, ja. wie möchte ich denn mit meinen Hunden umgehen? Jetzt habe ich mal eine Zwischenfrage. Also gute Hundeschule ist ja das Thema, aber wenn jemand zu dir kommt und der war vorher noch nicht bei dir, reden die Leute denn gerne darüber oder wissen die denn in der Regel, was sie für Typen sind? Oder ist es eher so dein Job, rauszufinden, so ein bisschen Detektivarbeit?
Worauf stehen die denn eigentlich oder was wollen die denn eigentlich? Also wissen die das oder bist du da derjenige, der dich ins Dunkel bringt? Ja, teils, teils. Das finde ich eine sehr gute Frage. Teils, teils. Manchmal wissen das Leute, kommen zu mir und sagen direkt, na, Leckerchen oder Futter möchte ich nicht geben. Sag ich, also dann seid ihr, du, sie gar nicht bei mir richtig. Manche wissen es nicht. Manche haben schon so eine Idee von sehr, sehr freundlich umgehen wollen, aber dann nicht so richtig wissen, was sind sie eigentlich so für ein Typ. Und ich Ja. unterscheide immer so ganz einfach jetzt, weil das würde total den Rahmen sprengen, immer so den Typ, bist du eher so ein begrenzender Typ oder der motivierende? Und wenn man das für sich rausgekriegt hat, fällt es mir leichter. Ganz, ganz leicht ist es so mein Naturell zu begrenzen, sagen nein, 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 ne? Und komm damit ganz gut. Oder bist du eher so der motivierende Typ? Und ich bin einfach der motivierende Typ. Ich war ja in meinem ersten Leben Lehrerin, Berufsschullehrerin. Und mit meinem naturell motivierender Typ war ich in der Berufsschule nicht richtig aufgehoben. Wollte gerade sagen, ja. Ich wäre, und das hier will ich jetzt nicht kleinreden oder lächerlich machen, die Pädagogen, Pädagoginnen, die in der Grundschule arbeiten, das ist auch harte Arbeit, aber ich wäre da mit meinem motivierenden Typ besser aufgehoben gewesen als in der Berufsschule. Ja, und deshalb finde ich das wichtig, auch sich einmal zu sagen, das ist keine Schande, ob du der motivierende oder der begrenzende Typ bist. Aber manchen fällt es einfach leicht, Nein zu sagen, auch ihrem Hund. Und manchen fällt es total schwer, dem Tier oder auch Menschen Nein zu sagen, was abzuschlagen. Und das ist nicht schlimm. Jeder ist gut, so wie er ist. Aber dann musst du das wissen und sagen, okay, dann versuche ich eben mit der anderen Methode nur da begrenzen. Also meine Methode ja auch. Ich begrenze ja natürlich auch, hatten wir ja letzte Woche auch besprochen. Aber nur so viel wie muss. Weil mehr Spaß macht mir halt das Motivieren. Und deshalb kann ich eben das Begrenzen nur auf ein Minimum begrenzen und motivieren. Und das ist einmal wichtig, das rauszufinden. Weil wenn du in der Hundeschule landest und bist der motivierende Typ und die sagen dir permanent, das darf er nicht, da musst du mal vor, da musst du mal blocken, das musst du unterbinden, dann wird es erstmal schwierig. Und die eigene Persönlichkeit mal eben mit einem Finger schnippen, ich brauche manchmal Jahre, um mich in meiner Persönlichkeit weiter, das wird nicht klappen. Und dann wird aber oft gesagt, ja, die Hundeschule war schlecht, die haben immer nur nein, nein, nein oder waren zu grob mit dem Hunden. Aber jemand, der das umsetzen kann, kann das eventuell auch freundlich umsetzen. Na, und deshalb ist es eine gute Frage, genau, was für ein Typ ist man? Das wissen die Leute nicht. Das kann man rausfinden. Ich sage das in der Regel in der ersten Stunde, dass ich also motivierend arbeite, viel positiv bestärke, aber freundlich Grenzen setze, ob die Leute es auch gut finden. Finden die meisten gut. Und was ich noch wichtig finde, Patrick, ist, weil du ja sagst, Mensch, du hast da auch komische Erfahrungen gemacht. Ne? Also ich habe oft die Anfragen von Hundehaltern, die sagen, ja, hier, mein Pfiffi, ich möchte gerne irgendwie zur Hundeschule. Können wir uns mal kennenlernen vorher? Eigentlich, wenn ich das hinterfrage, dann kommt raus, sie hätten gerne kostenloses Kennenlerngespräch erstmal, um eben rauszufinden, ob die Chemie stimmt, ob sie dann bei mir buchen wollen. Als früher mein Anfänger habe ich das natürlich tatsächlich immer noch gemacht. Und jetzt denke ich, na, ich kann auch nicht zum Zahnarzt gehen und erstmal Viertelstunde erstmal so ein Kostenlose Kennenlerngespräch Probe, genau. machen. Vor großen OPs, klar, ist es üblich, aber einfach so für eine normale Zahnkontrolle kann ich auch nicht, wenn ich umziehe und den Zahnarzt wechsle, da anrufen, sagen kann ich mich mal, ne? Also da muss ich entweder einfach mal durch oder bin ja trotzdem mündiger Mensch, wenn ich in dem Moment, wo ich auf dem Sessel setze und der Zahnarzt oder die Zahnärztin sagt mir nicht zu, kann ich auch da sagen, entschuldigen Sie bitte, ne? Ich kann hier nicht, ich gehe wieder. Also das merke ich, dass viele eine Erwartungshaltung haben von, ich würde kostenlos arbeiten und Ihnen erstmal eine halbe Stunde schon mal gute Tipps geben und dann können Sie überlegen, ob Sie mit mir arbeiten möchten.
Ich lade aber alle ein, weil ich das natürlich verstehen kann. Und ich möchte ja auch gar keine Kunden haben, die nicht zu mir passen. Lade ich alle ein, dass sie bei meinem Training zugucken können. Und die, die zugucken und dann feststellen, dann sehen sie mich ja eine ganze Stunde meistens im Gruppenunterricht. Bei Einzeltrainings können sie natürlich nicht zugucken, da muss ich ja die Leute fragen. Ist ja sehr was sehr Persönliches, aber im Gruppenunterricht, da sehen sie mich ja direkt mit 5 oder 6 verschiedenen kleinen, großen, dicken, dünnen Hunden arbeiten, wie ich damit irgendwie umgehe und können dann entscheiden, ja, fand ich gut, sehe ich mich auch, oder können entscheiden, nee, möchte ich nicht. Und über jeden, der sagt, nee, möchte ich nicht, das soll nicht überheblich klingen, aber bin ich ja froh, weil ich möchte ja auch gar nicht mit Ist dann Kunden kein Problem, arbeiten, die genau. nicht zu mir passen, die dann nachher sagen, ja, es war schlecht bei Juliane oder so. Und das würde ich den Leuten empfehlen, ob da ihre Hundeschule vielleicht das anbietet, dass also nicht erfragen, ob sie kostenlos irgendwie schnuppern können. Oder manche fragen auch, ob sie kostenlos eine Gruppenstunde mal so zum Schnuppern mitmachen können. Ich auch, nee, das geht nicht. Also wenn du mit deinem Hund noch nie da warst, du sprengst mir ja die ganze Stunde. Aber ohne Hund zugucken, Das ich geht finde, nicht. das ist eine gute Möglichkeit. Auch wenn du letztendlich eigentlich einen Hausbesuch buchen möchtest oder eine Einzelstunde. Ich finde den Trainer oder die Trainerin aber so in Aktion. Doch, das hat schon was. Also vor allen Dingen, es zeigt ja auch, also da würde ich jetzt zum Beispiel sofort drauf anspringen als Hundehalter, weil ich dann halt eben sage, okay, die hat keine Angst davor, wenn ich zugucke. Also scheint sie ja von dem, was sie macht, zumindest mal überzeugt zu sein. Ob das dann zu mir passt, okay, werden wir sehen. Ich habe jetzt mal eine kritische Frage. Thema Konzept. Du sagst ja, du bist eher der motivierende Typ, dann gibt es halt eben noch den begrenzenden Typ. Also ich komme ja als Selbstständiger aus dem Bereich Bildung, Nachhilfeschule, und da ist es ja immer so, dass wir uns tatsächlich individuell auf jede Schülerin, auf jeden Schüler einstellen. Jetzt sagst du mir, bei den Hunden, du bist der motivierende Typ, und wer das halt eben so für sich nicht sieht, der passt nicht zu dir. Also geht man gar nicht hin als Hundeschule und stellt sich individuell auf jedes Halter, Tier, Gespann ein, sondern man hat sein Konzept und das zieht man dann durch. Also, das finde ich eine sehr gute Frage, aber dein jeweiliges Konzept oder meins ist ja nicht ganz klein, sondern von bis. Also ich fange natürlich erstmal mit meinen Lieblingsmethoden an, wo ich einfach die gut umsetzen kann, wo ich einfach weiß, das ist meine Stärke, die kann ich gut erklären, kann ich auch den Kunden gut rüberbringen. Und dann hast du natürlich recht, dann sollte man individuell gucken. Ich habe tatsächlich einer Kundin letztens empfohlen, sie möge ihrem Hund mal vorsichtig, aber bestimmt mal einmal im Po kneifen. So, ja, also gibt es auch nicht à la Cesar Millan schmerzhaft in die Seite rammen, sondern einfach mal so einmal in Po kneifen. Einfach auch, um mal zu gucken, was dann passiert, weil der Hund überhaupt gar nicht irgendwie. Und natürlich probiere ich dann so, ich habe natürlich auch so eine Palette von bis. Ich bin ganz klar, wo ich nicht drunter gehe, wo für mich persönlich Gewalt anfängt. Na? So, aber ich fange da mit meinen Lieblingssachen an, erstmal motivieren. Und natürlich habe ich auch, weil das ist ein Tierschutzhund, Direktimport, ziemlich frech. Na? Und da teste ich dann mit den Kunden, die hatten eine Einzelstunde, Methoden. Und dann sage ich, mach mal das. Oder ich sage natürlich einmal, ich würde jetzt das und das mal ausprobieren, wir gucken mal. Na? Und der Witz war, dass die Kundin sich so darauf gefreut hat, ihrem Hund mal im Po kneifen zu dürfen, falls er jetzt wieder, also wie sie sowieso eine Fahne da dran hängt, dass er es nicht gemacht hat. Die Die Trainerin war hat in es ja dem erlaubt. Moment, hatte die von mir ja einen Plan bekommen. Wenn du Genau. das machst, dann kneifst du mal einmal im Popo. Ne? So, und dann hat die ganze Zeit so nur auf den Moment gewartet und hatte so diese Ausstrahlung ihrem Hund gegenüber. Freundchen, ich habe ja, ich, wenn du jetzt, dann, ne? Und der Hund Ja.
lief neben ihr und guckte sie die ganze Zeit an und dachte schon, du planst doch was. Ne? Und darin ist überhaupt nicht meine Trainingsmethode, Hunde zu kneifen oder am Po zu zwicken. Aber wie du sagst, war individuell. Wir haben daran beide ganz was Wertvolles erkannt. In dem Moment, wo sie sich gerade gemacht hat, sagt du Freundchen, wenn du jetzt noch wirklich ich dir im Po, hat der Hund schon nur an ihre Energie gespürt. Nee, mit Frauchen ist jetzt irgendwas anders. Also die lässt sich jetzt nicht mehr hier von mir durch die Gegend ziehen. Und dann brauchten wir ihm gar nicht im Po zwicken. Wir haben daran einfach erkannt, die Energie, sich mal ein bisschen mehr gerade machen, reicht schon. Ne? Und deshalb finde ich das gut, dieses individuell sollte noch. Aber ich habe halt eine Grenze, wo ich nicht drunter gehe, wo ich dann sagen würde, also das passt nicht zu mir, das möchte ich nicht arbeiten. Aber die Kunden kommen eigentlich irgendwie auch nicht mehr durch meine Internetpräsenz und meine Stammkunden. Ich mache das seit 16 Jahren. Das Ist spricht sich ja dann auch rum. Also auch die spricht du sich rum. arbeitest, was du für ein Typ bist, und dann werden ja die Leute, die auf sowas stehen, sage ich mal, die immer noch auf sowas stehen. Früher war das ja gang und gäbe, das habe ich ja selbst erlebt, wo man halt eben mal einen Hund getreten hat beim Training. Das habe ich alles gesehen. Bei meinen Hunden hat es glücklicherweise nie einer gemacht. Dem hätte ich die Ohren abgerissen, Ja. aber weil das ist einfach falsch. Also das Erste, was ich in meinem Leben gelernt habe, das übertrage ich auf alles: Gewalt ist keine Lösung. Dann kommt ja immer einer und sagt, ja, aber ein Anfang. Nee, das ist kein Anfang. Denn wenn du einmal anfängst, Gewalt anzuwenden, gibt es nur noch eine Steigerung nach oben, aber in der Regel keine mehr nach unten. Das heißt, Gewalt wieder wegzunehmen, ist extrem schwierig. Und wem immer du Gewalt angetan hast, wird sich immer daran erinnern und wird immer dieses Verhältnis sehen. Deswegen, wenn du einmal bei einem Tier, gerade auch bei einem Tier oder bei Kindern, wenn du da einmal Gewalt angewendet hast, dann ist da irgendetwas zerbrochen. Und das heilt auch nicht mehr. Das ist halt eben ganz Ja. wichtig. Deswegen war das für mich nie ein Thema. Mein anderes Ding noch zum Thema Hundeschule. Ich hoffe, mir springt jetzt keiner unserer Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem nackten Hintern ins Gesicht, wenn ich jetzt mal etwas sage. Und zwar, ich bin ja von Haus aus Psychologe, deswegen habe ich ja mit sehr vielen Menschen zu tun. Und was mir halt eben auffällt, ist, dass viele Menschen, die ein Tier haben, ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl zu haben scheinen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt gehen wir mal davon aus, solche Menschen kommen ja auch zu dir in die Hundeschule, logischerweise. Würdest du behaupten, nach 16 Jahren Erfahrung, dass du eigentlich Hundetrainerin bist? Oder würdest du vielleicht eher in die Richtung gehen, eigentlich bist du Menschentrainerin? Das finde ich einen sehr schönen Aspekt. Genau, das ist richtig. Ich bin natürlich überwiegend Menschentrainerin. Und da fällt mir eben noch ein, was du direkt am Anfang, als du von deinen interessanten Erlebnissen Ja. erzählt hast, ich hatte eigentlich schon so ein Bauchgrummeln, ne? Die Leute auf ihr Bauchgefühl so ein bisschen hören. Und ja, ich erlebe das auch, dass viele Hundehalter, Rinnen, also beides, aber ich habe tatsächlich mehr Frauen, die zu mir kommen, über 90%, Selbstwertthemen haben. Also eigentlich hat fast jeder Mensch irgendwie auch mit in irgendeinen Bereichen Selbstwertthemen, manche eben ganz viele und manche wenig. Aber dass einer gar keins hat, ist eher sehr, sehr selten. Es ist ja eben so. Und viele, die eben einen sehr großen Hund haben, sehr wilden Hund, die eben mehr Selbstwertthemen haben, die Besitzerinnen, dann spiegelt sich das eben oft wieder, dass sie nicht von ihrem Hund ernst genommen werden. Ja? Und da fängt natürlich das Training bei den Menschen an. Und da ist es aber dann natürlich wichtig, und das fand ich so schön, dass du gesagt hast, so das Bauchgefühl, dass man sich bei seinem Trainer, seiner Trainerin als Mensch auch wohlfühlt. Ich habe manchmal Kunden, die auch so Erlebnisse hatten, interessante wie du, oder ja, dann zu mir in der Hundeschule kommen. Und wenn ich dann sage, du reiß mal nicht so immer an der Leine und dann mich angucken und sagen, ja, auf dem anderen Hundeplatz mussten wir das so machen. Nicht immer so. Also wenn jetzt jemand sagt, spring den Felsen runter, machst du das auch oder was? Na? Und also was mir schon Kunden, Kundinnen eben mehr noch erzählt haben, ja, das haben da alle gemacht und das mussten wir so oder Der ne? Zwang der Gruppe. Der Gruppenzwang,
das nicht reflektiert haben. Ich habe Kunden, die sagen, sie waren es in einer Hundestunde. Sie haben in der Situation vor lauter Schockstarre nicht gut reagieren können, waren aber, haben zu Hause reflektiert, haben gesagt, okay, da gehen wir nicht mehr hin. Ich Ja. finde, das ist auch keine Schande, wenn man mal irgendeine Schockstarre hat, so überrumpelt ist von dem Gruppenzwang und alle reißen an ihren Hunden rum oder so, dass man es nicht gleich immer umsetzen kann. Einige reflektieren und sagen, oh, sie haben drei Trainingsplätze ausprobiert, es hat ihnen nicht gefallen, aber dann wäre eben die Variante erstmal zugucken, weil wenn du dann so ein Schockstarren-Typ bist und der Trainer hat den Hund schon genommen und an dem rumgerissen und das vielleicht auch nochmal dazu zu deinem ersten Beispiel, das haben ja auch manchmal schon Kunden erzählt, der Trainer oder die Trainerin hätte den Hund genommen und dann damit erstmal was gemacht und das mache ich in der Regel gar nicht. Es sei denn, ich erkläre was mehrfach und ich merke, der Hundehalter, die Hundehalterin versteht es nicht oder kann es nicht umsetzen. Dann sage ich mir manchmal, darf ich mir mal den Hund ausleihen und dann will ich aber nur einmal zeigen, guck mal, nimm mal den rechten Arm und jetzt machst du mal nach vorne oder nimm hier das und dann so, ne? Also ich will da nur einmal zeigen, wie die das dann selbst gleich direkt mit dem Hund besser umsetzen können oder so körpersprachliches Blocken, dass der Hund eine Grenze gesetzt wird. Das verstehen viele nicht. Wenn ich sage, du hast ja jetzt deinen Hund da rechts und dann nimmst du mal die rechte Schulter und machst mal so, dann mache ich manchmal mit dem Hund das vor. Aber eigentlich immer erst, wenn meine Erklärung, wenn ich merke, das geht nicht. Oder wenn ich merke, ich erkläre, die Kunden setzen es gut um und es funktioniert überhaupt nicht. Dann sage ich manchmal, darf ich mir mal den Hund ausleihen? Und dann versuche ich das manchmal, weil es mir als Trainerin natürlich hilft, einmal reinzufühlen in das Tier. Und wenn es bei mir dann sofort wie am Schnürchen klappt, dann kann ich da meine Schlüsse draus ziehen. Na? Und wenn es bei mir aber auch nicht direkt klappt, dann eben auch. Dann weiß ich, oh, ist vielleicht wirklich sehr meinungsstabil der Hund oder dann müssen wir mal anders gehen. Aber das hast du so gesagt, dass man kommt da an und jemand nimmt einem den Hund und er zieht erstmal da so an dem rum, würde ich auch den Zuschauerinnen hier empfehlen, macht sowas nicht. Erst wenn das Bauchgefühl stimmt und dann der Trainer, die Trainerin sagt, soll ich mal oder soll ich es dir mal vormachen oder schau mal, wenn ich jetzt mich gerade mache und Alleinführigkeit, schau mal, guck mal, dann guckt dein Hund hier, ne? Also das kann schon dem Hundehalter mega Aha-Erlebnisse geben, wenn ein einfühlsamer Trainer, Trainerin mal sagt, hier, guck mal, wenn ich das mache, aber ohne natürlich, hey, bei mir klappt das auf eine freundliche, einfühlsame Art. Ja, klar. Ja, deshalb fand ich deine Frage nochmal sehr gut, ja. Schön, aber da haben wir jetzt ein recht umfangreiches Thema angesprochen, was halt eben Genau, natürlich, Fazit vielleicht nochmal zusammenfassend. genau, das wäre halt eben, denke ich, also für mich ist halt eben eine Sache ganz klar, es gehört halt eben dazu, gerade als Anfänger, wenn man sich dazu entscheidet, in eine Hundeschule zu gehen, was ja grundsätzlich immer eine gute Entscheidung ist, auch für das Tier, aus meiner Sicht, dass es halt eben durchaus okay ist und auch sein kann, dass ich mehrere Hundeschulen, Hundetrainer, Hundetrainerin ausprobiere. Ich würde zum Beispiel jetzt auch darauf achten, wenn ich mir eine Hundeschule suche, mal zu fragen, darf ich denn kostenlos zuschauen? Dass ich halt eben, ich würde nie erwarten, dass man mir eine kostenlose Probestunde gibt. Das ist ein Ding. Auch die Trainerin, der Trainer möchte bezahlt werden, müssen bezahlt werden, denn das ist ja auch mit einer Menge Aufwand verbunden. Insofern aber zuschauen sollte möglich sein bei Gruppen, unterrichten. Dann würde ich halt eben schauen, was macht mein Bauchgefühl? Ich habe vor vielen Jahren gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das macht tatsächlich Sinn. Das hat nämlich oft recht, aber meistens, eigentlich immer. Das nächste, was mir halt eben wichtig wäre, dass ich für mich selbst im Klaren darüber bin, welchen Weg möchte ich denn mit meinem Fellknäuel gehen? Leckerlis, also eher motivierend, müssen ja nicht Leckerlis sein. Es gibt ja noch andere Wege der positiven Bestärkung, aber eher in die positive Richtung oder will ich eher begrenzen oder halt eben sagen, nein, bin ich eher der Neinsager Genau. bei meinen Tieren. Das ist halt eben ganz wichtig und vielleicht auch den Mut zu haben, bei einer Hundeschule zu sagen, ey, pass auf, ich habe jetzt einen neuen Hund.
Ich weiß aber noch gar nicht, in welche Richtung ich selbst gehen will. Kannst du mir helfen? Und dann einfach mal zu gucken, was da zurückkommt und vor allen Dingen wieder aufs Bauchgefühl hören. Und dann denke ich mal, wird das was. Und es kostet Geld. Was ich gelernt habe, ist, dass eine gute Hundeschule in der Regel auch oder oftmals, nicht immer, oftmals auch gute Preise hat. Im Sinne von, die sind nicht, die verramschen nicht ihre Stunden, sondern die sind etwas wert. Leider finde ich auch immer noch viele gute Hundeschulen, die eigentlich einen zu günstigen Preis nehmen für die Dienstleistung, die sie anbieten. Aber letzten Endes ist auch der Preis für mich immer noch so ein Indikator. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber ich sag mal, die Menschen, dieses Motto Geiz ist geil, das scheint ja irgendwie aus den Köpfen nicht rauszugehen. Qualität hat ihren Preis, das ist so meine Einstellung. Und deswegen, aber ja, ich glaube jetzt, dass ich doch nach der Sendung heute ganz gut aufgestellt wäre, um eine gute Hundeschule zu finden. Wobei, wenn ich etwas näher an dir dran wäre, dann glaube ich, hätte ich da schon eine, weil du scheinst ja da in die Richtung zu gehen, die ich auch immer relativ sinnvoll finde oder halt eben auch zielführend, sagen wir es mal so. Danke. Das, ja, das ist halt eben, also ich denke schon, von daher, aber ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher, mir hat es also geholfen. Möchtest du vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern noch irgendwas mit auf den Weg geben, wenn die Also ich auf der fand Suche sind? deine Zusammenfassung sehr gut, ne? Ist mal, auf was man nochmal achtet. Und wirklich zu Hause nochmal reflektieren. Gehe ich da gerne hin, wenn man sagt, ich weiß jetzt nicht, was hatte ich denn für ein Bauchgefühl? Dieses gehe ich da gerne hin. Und vielleicht, aber bevor ich irgendwie gleich ins Internet rein eine miese Bewertung schreibe, Ja. dem Trainer oder die Trainerin persönlich ansprechen. Hatte ich auch schon, dass Kunden sagen, oh, irgendwie ist immer, ich komme nicht gerne, ne? Und dass man dann nochmal individuell überlegt, warum denn nicht, ne? So, und das würde ich nochmal sagen, weil viele waren irgendwo einmal, haben halt es überhaupt nicht umgesetzt und sagen direkt, ja, Hundeschule war schlecht, ne? Anstatt mit dem Trainer, der Trainerin nochmal drüber zu sprechen. Ich habe zu Hause gemerkt, irgendwie, ich kann es nicht umsetzen oder das bin ich einfach nicht oder es war zu schwer oder, weil die Trainerin mit der heutigen Ausbildung eigentlich dann auch ja, das Werkzeug an der Hand haben, dann nochmal ein bisschen individueller zu gucken. Aber es sind halt auch nur Menschen und in der ersten Stunde geht nicht immer alles so, ne? Aber dieses gehe ich gerne hin. Stimmte das Bauchgefühl, das wäre auf jeden Fall was. Dann ist natürlich in der Hundeschule vielleicht noch ergänzen, wenn ich jetzt Gruppenunterricht buche, wie groß ist die Teilnehmeranzahl? Ja, also wenn ich da mit 12 Leuten auf dem Platz stehe, vielleicht, das hast du auch schon angesprochen, wenig Geld dafür bezahle, na, ist es dann qualitativ guter Unterricht? Oder gönne ich mir mit meinem Hund vielleicht kleinere Gruppen, wo mehr auf mich eingegangen werden kann, wäre noch so ein ergänzendes Ja, wichtiger Punkt. Kriterium. Ja. Ja, super. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Dann Sind wir haben am wir es. Ende Ja. Wie der finde ich Sendung den guten angelangt? Hund? Genau, dann wie immer, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare eure Erfahrungen, positive wie negative. Habt ihr vielleicht aktuell eine gute Hundeschule gefunden? Wie habt ihr die gefunden? Wie seid ihr da dran gekommen? Mundpropaganda, Zufall oder halt eben tatsächlich persönliche Recherche unter Inanspruchnahme des Feldknäuels als ja, quasi Testkaninchen, um zu schauen, ob es funktioniert oder halt eben nicht. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie das bei euch so läuft. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim Schnauzen. Bis dann, euch noch eine schöne Woche und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.